Hallo, liebe Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Die letzte Zeit war für viele von uns von einem sehr intensiven geistigen Kampf gekennzeichnet. Ich habe diesbezüglich viele Zeugnisse von euch bekommen und ich habe es auch in meinem Alltag sehr deutlich gespürt. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mich und diese Mission in ihrem Gebet mittragen. Auch ich bete für euch und ich bin sicher, dass wenn wir einander im Gebet mittragen, erfüllen wir auch das Gesetz Christi. Jetzt zum prophetischen Wort. Ein Bruder im Herrn aus Deutschland hat mir geschrieben und er erzählte, dass er die Zahl 36 auffallend oft sieht und ob es eine Bedeutung hat. Also trug ich dieses Anliegen vor den Herrn und ich fragte ihn, Herr, was willst du uns damit sagen? Und der Herr sagte, Ezechiel 36. Dies war eine Bestätigung so vieler Prophezeiungen, die der Herr mir in den letzten Jahren gegeben hat. Für besseres Verständnis könnt ihr natürlich das ganze Kapitel für euch durchlesen. Ich werde euch aber sagen, welche Teile dieses Kapitels der Herr ganz besonders hervorgehoben hat. Der erste Teil ist Ezechiel 36, Verse 9 bis 11. Hier spricht der Herr zu den Bergen Israels. Israel ist natürlich das Volk Gottes, also alle Christen und das jüdische Volk, das sich am Ende der Zeiten zu Jesus bekennen wird. Also Ezechiel 36, 9 bis 11. Seht, ich wende mich euch wieder zu, und dann ackert und sät man wieder auf euch. Und ich lasse viele Menschen dort leben, das ganze Haus Israel. Die Städte werden wieder bewohnt sein und die Ruinen aufgebaut. Ich lasse viele Menschen und Tiere auf euch leben und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Ich will dafür sorgen, dass ihr wieder bewohnt seid, wie ihr es früher wart. Ich will euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Diesen Satz hob der Herr ganz besonders hervor. Ich will euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Diese Zeilen bestätigen, dass wir uns in einer neuen Zeitperiode befinden, in der die Kinder Gottes eine noch nie in diesem Maß dagewesene Gunst Gottes erfahren werden. Wenn wir das verstanden haben, begreifen wir auch, warum wir die bisher privilegierteste Generation sind. Besonders jene, die eifrig ihren Glauben gelebt haben, werden eine reiche Ernte einfahren. Aber es wird nicht geschehen, weil wir so gut wären. Nein, denn wie Apostel Paulus sagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist deshalb, weil wir Gottes heiligsten Namen Ehre erweisen sollen. Dazu gab er mir auch Kapitel 36, Verse 22 und 23. Darum sagt zum Haus Israel, also zum ganzen Volk Gottes. So spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich aus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen bei den Völkern entweihten Namen, den ihr unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Und er gab mir auch 36, 36. Dann werden die Völker, die rings um euch noch übrig sind, erkennen, dass ich, der Herr, das Zerstörte wieder aufgebaut und das Ödland wieder bepflanzt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus. Der Herr legte mir ans Herz auch, 3 Tage lang zu fasten und euch dazu einzuladen. Wer mitmachen möchte, ich freue mich. Ihr könnt das gerne auch in den Kommentaren schreiben. Wir fasten also dankbaren Herzens, um die Saison der Vorbereitung, der Läuterung und des Lernens hinter uns zu lassen und die Saison der Gunst Gottes, des exponentiellen Wachstums, der Heilungen, der Vervielfachung des Segens und der Wiederherstellung einzuläuten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei jenen von euch bedanken, die mir geschrieben haben und gefragt haben, wie man mir eine Spende zukommen lassen kann. Dieser Kanal ist ein Non-Profit-Kanal, ich verdiene nichts damit. Aber wer sich vom Heiligen Geist geführt fühlt zu spenden, ich habe einen Link erstellt und diesen findet ihr in der Beschreibung des Videos oder in den Kommentaren. Ich bete, dass Gott es euch vielfach vergelten möge. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch alle.